Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind wieder mal auf der Map Neubartelshagen und es hat einen Grund, warum wir hier natürlich vor dem Saddletrack stehen. Wir sind auf dem Feld, das wir abgeerntet haben das letzte Mal und das würde ich gerne noch vor dem Monatswechsel noch aufbereiten. Das heißt, wir werden es düngen und wir werden es grubbern. So, wir steigen ein, schmeißen die Maschine an und entfalten das neue Anbaugerät. Ich habe da umgestiegen oder ich habe ein neues gekauft. War vorher 6 Meter. Das müsste jetzt meines Wissens um die 18 Meter haben. Da kommen wir natürlich deutlich flotter und geschmeidiger übers Feld. Also los geht's. Wir lassen hier den Helfer erstmal arbeiten. Jede Menge Gülle und Gärreste haben wir in den Silos und die müssen unbedingt runter. Und mit dem Saddletrack funktioniert es ja wunderbar. Durch die Allradtechnik, durch die Allradlenkung und jetzt natürlich dadurch, dass das Gerät hier hinter dem Fahrzeug ist, kommt er wesentlich besser über die Felder. So, gegrubbert werden soll auch noch. Also da nehmen wir den Case. Blick, da ist er. Gut. Und jetzt müssen wir uns noch den großen Grubber holen. Der müsste am anderen Hof stehen. So, fahren wir dazu hier rechts rum an unseren Feldern vorbei. Und am Schweinestall, am Schafstall und den Gewächshäusern, in denen wir ja Oliven und Trauben angepflanzt bzw. ernten werden. Zip. Okay, da steht der Gruber, den schnappen wir uns. Rückwärts ran. Bingo. Und dann fahren wir mal zu dem Feld am anderen Ende der Karte. So, wir sind auf öffentlichen Straßen unterwegs, also machen wir mal die Rundumkennleuchten an. Wunderbar. Ja, ich hatte gestern eigentlich schon diese Folge aufgenommen, aber es gab mal wieder kleine technische Probleme mit dem Sound. Ich hatte da eine gewisse Zeitverzögerung bzw. Verschiebung. Aus irgendeinem Grund ist der Ingame-Sound einfach zeitversetzt abgespielt worden und das wollte ich euch dann nicht antun. Also sitze ich jetzt wieder hier vor dem Rechner, vor dem Bildschirm und mache das Ganze einfach nochmal. Naja, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Gut. Wir werden dann später noch zu unserem Feld hochfahren. Ich glaube, die 16 ist es. Da haben wir ja Pappeln angesät. Mal schauen, wie weit die sind. Die will ich ja auch noch ernten. Ob die dann schon nächsten Monat so weit sind oder doch noch ein bisschen brauchen. So, hier um die Kurve rum. Und dann werden wir das Ganze, glaube ich, ja, werden wir von unten ansetzen. So, hier lang. Und da hinten sehen wir auch schon unseren Saddletrack, wie er die Gärreste ausbringt. So, sehr schön. Ja, hier das, die Wiese, die müssen wir auch noch düngen. Die haben wir ja auch abgeerntet. Da müssen wir auch noch ein bisschen Hand anlegen. So, hier um die Kurve. Und dann werden wir mal das Gerät ausklappen. So. So müsste es eigentlich passen. Und dann geht's los. Ja, wenn ihr die Streifen da auf dem Feld bemerkt habt, ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin da mit dem Mulcher drüber und habe mir da einen neuen Mulcher gegönnt. Und der hat aber irgendwie das Problem, dass er da zwar 10 Meter Breite hat zum Mulchen, aber der lässt halt aus irgendeinem Grund in der Mitte einen Streifen. Ja, wobei der Grund ist relativ einfach, weil dort keine Mulcherwalze ist. Aber das Gerät kann ich euch ja später noch zeigen.
ist ein bisschen spannend, weil wir zwar damit 10 Meter bearbeiten, aber im Prinzip, um das ganze Feld abzuarbeiten, müssten wir eigentlich noch ein zweites Mal drüber fahren. Und ob das dann sinnvoll ist, da kann man natürlich dann auch mit einem 6 Meter Mulcher, ist man da eigentlich schneller fertig. Naja, gut, wie auch immer, mit dem Grubber werden wir sowieso jetzt alles hier klein machen. Und ob wir die Felder noch kalken müssen, ich glaube nicht. Die sind ganz okay vom pH-Wert. Da müssen wir, glaube ich, nicht Hand anlegen. Also sollte es auch reichen, wenn wir hier einmal die Gülle ausbringen, beziehungsweise die Gärreste und mal grubbern. Und dann wäre das Feld eigentlich erstmal aufbereitet, dann für die nächste Aussaat. So, hier fahren wir noch bis zum Rand. Dann werden wir ein kleines Vorgewende fahren. So. Sehr schön. Und da kommt auch schon wieder unser Saddle Track. Die Bahn hochgefahren und es geht recht zügig mit 18 Meter Ausbringbreite. Ja gut, die Rundumkennleuchten können wir jetzt schon mal ausschalten. Wir sind auf dem Feld. Da brauchen wir das nicht mehr. So, kommt er mit einer Bahn noch zurecht oder? Naja, wird noch ein zweites Mal fahren müssen. Aber dann haben wir das Feld auch schon fix gedüngt. So. Dann fahren wir nochmal zurück. Und dann können wir den Helfer eigentlich auf die Reise schicken. Und schauen uns mal an, wie weit wir mit unserem Pappelfeld sind. So. Jo, das passt soweit. So, aufpassen, dass wir nicht in das andere Feld reinfahren. Wir haben ja Fruchtzerstörung an. So. Und einmal hier rum. Dann sollte das eigentlich passen. Und schicken den Helfer mal los. Okay. So, wo haben wir denn unseren... Da ist er doch. Gut, mit dem fahren wir jetzt mal zum Pappelfeld und dann schauen wir mal, wie da die Aktien stehen. So, nicht zu schnell, weil der rutscht immer gleich. So, hier rechts haben wir Sonnenblumen. Und das linke Grasfeld ist auch schon wieder fast erntereif, aber da warten wir noch eine Wachstumsstufe ab. So, und hier geht's rum. An unserem Rapsfeld, hups, an unserem Rapsfeld vorbei. Okay, und da sieht man ja ein bisschen noch das Malheur. Ich habe es ja schon mal in dem Video, wo sind wir dran oder wo stehen wir, habe ich schon mal angedeutet, dass wir hier halt, wir schauen uns mal an, so, dass wir hier halt ein bisschen das Problem haben, dass durch das Update und ja, da passt das mit dem Feld nicht mehr, aber dennoch möchte ich hier die Pappeln auf jeden Fall noch ernten. Und wir müssen uns nochmal Gedanken machen, wie wir hier damit umgehen. Aber ich gehe davon aus, höchstwahrscheinlich, dass wir hier einfach das Ganze ein bisschen mit Landscape anpassen werden, dass wir vielleicht ein paar Häuser draufsetzen und dass wir die Felder eben so eben entsprechend bearbeiten, dass wir damit wieder arbeiten können. Eventuell bietet es sich ja auch an, hier vielleicht auf dieser Fläche dann ja ein Industriegebiet oder etwas hinzustellen. Denn hier haben wir ja das Thema, dass meine zwei Produktionen hier in die Häuser reinglitschen. Und dann würde ich die halt einfach abreißen und dann bauen wir hier vielleicht einfach neu. Wird mit Sicherheit auch eine schöne Folge, wenn wir hier ein bisschen rumbasteln, rummalen und das Ganze für uns anpassen. Ja, hier sieht man eben noch den alten Weg, die alte Straße, die es ja eigentlich nicht mehr gibt, sondern hier sieht man sie unten durch. Hier gibt es die neue Straße und wenn wir hier mit Landscapen hier arbeiten und ein bisschen anheben oder absenken,
Ja, dann könnte das ja vielleicht passen. Okay. So, wie weit sind denn jetzt unsere Pappeln? Also der Mais, der hier wächst, den können wir natürlich dann auch noch ernten. Und die Pappeln sind auch noch im Wachstum. Okay, so weit sind sie noch nicht, dass wir sie also abernten können. Jo, dann fahren wir erstmal wieder zurück zum Hof und dann schauen wir mal, wie weit unser Settletrack ist. Der müsste eigentlich fertig sein mit seiner Arbeit und dann bringen wir den aufs nächste Feld. So. Und dann werden wir den, na, da oben steht es auch, Helfer hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Da wird mit Sicherheit der Settle Track damit gemeint sein. Gut, den stellen wir jetzt hierher. Ordnungsgemäß auf den Parkplatz stellen. Und dann gucken wir mal, ja, da ist er. Gut, Motor an, einklappen und dann fahren wir mal aufs nächste Feld. So, vorne werden wir auch einklappen. Sehr schön. So, und dann fahren wir hier lang. Einmal um unsere neuen Felder herum. An unserem neuen Hof vorbei. So, hier geht's rein und dann immer nur geradeaus. Ja, ihr habt es sicherlich schon rausgehört, also ich möchte auf jeden Fall die Map in dem Status Quo, wie sie jetzt ist, auf jeden Fall weiterspielen. Auf jeden Fall zunächst einmal, weil wie gesagt, hier haben wir schon einiges an Zeit investiert und wir haben auch schon entsprechend hier Möglichkeiten, auch finanziell können wir hier einiges ausprobieren, gar keine Frage. Und hier gibt es jede Menge Arbeit, hier gibt es jede Menge zu tun. Und parallel dazu haben wir ja dann noch die neue Map, neue Minibrunn. Schön klein, schnuckelig in den Alpen und da werden wir halt mit kleineren Gerätschaften arbeiten, haben kleinere Felder und ich finde, das ist dann eine ganz ordentliche Abwechslung hier zu dieser Map Neubartelshagen. So, da geht's lang. Gut. So. Dann fahren wir hier auch erstmal ein kleines Vorgewende, bevor wir hier den Kollegen auf die Reise schicken. So, und ablassen. Und los geht's. So, eigentlich könnten wir ja vorne einklappen. Den Rüssel brauchen wir ja eigentlich jetzt nicht. So. Ja, da hinten haben wir ja immer noch den Pferdehof, dahinter unsere kleine Solaranlage, unsere Photovoltaik-Installation, die uns ja auch noch ein bisschen Geld bringt regelmäßig. Und mit der Pferdekoppel, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, aber irgendwie hätte ich Lust, einfach mal zwei, drei Pferdchen zu besorgen, einzukaufen und die einfach hier auf der Koppel rennen zu lassen, ja, damit ein bisschen Leben auf der Map ist. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollen wir ein bisschen Pferdewirtschaft, ein bisschen hier in die Richtung arbeiten oder nicht? Würde mich mal interessieren, ob euch sowas überhaupt interessiert. Und dann könnten wir das mit Sicherheit hier auf der Map ja auch mal machen. So.
Der Tank noch 3800. Da kommen wir da nicht ganz rum, aber ist ja kein Problem. Wir haben genügend Silos, Gülle und Gärrestetanks, wo wir dann den Saddletrack gleich auffüllen können. So, aber das Vorgewende hier hätte ich gerne noch geschafft. So, hier werden wir jetzt mal ausheben. Dann gucken wir mal, ob wir das noch kriegen, die Bahn. Ja, das wird knapp. Wird nicht reichen. Okay. Dann fahren wir mal zum Hof und laden den Tank wieder auf. So, einen Weihnachtsbaum habe ich noch stehen lassen, die anderen sind schon wieder abgebaut. Oh, finde ich gar nicht mal so schlecht. So, hier geht's lang. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein, was wir hier an Material haben, während wir den hier aufladen oder auffüllen. 366.000, okay. Kurz zurücksetzen und dann kommen wir hier auch ordentlich um die Kurve rum. Sehr schön. Ja, mit dem Saddletrack ist es ein schönes, geschmeidiges Arbeiten, die Gülle und die Gärreste damit auszubringen. Nicht verkehrt. Wesentlich natürlich wendiger und leichter zu fahren, die Bahnen, als jetzt mit dem Anhänger, muss man einfach so sagen. Und ist eine gute Investition gewesen, auf jeden Fall so ein Selbstfahrer. So, wir klappen wieder aus. So, dann fahren wir wieder in die Spur. Das müsste so passen. Und dann bringen wir hier die Gülle wieder raus, beziehungsweise die Gärreste. Mal bis hierher. Okay. So. So müsste das passen und dann lassen wir den Helfer mal kurz arbeiten und schauen in der Zwischenzeit mal. Und schauen in der Zwischenzeit mal, wie weit denn unser Case ist. So, da können wir ein schönes Thumbnail machen. Yep. Sehr schön. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Hat noch ein bisschen zu fahren. Ich persönlich tue mir an der Stelle dann gleich die Gegenseite fahren, damit er dann praktisch in der Mitte mit der Arbeit zu Ende ist, der Helfer. Bietet sich einfach immer an, weil dann hat man keine Probleme, dass er irgendwie aus dem Rand rausfährt oder vielleicht ein anderes Feld erwischt. Jetzt in dem Fall ist ja auf der rechten Seite kein Feld. Aber hätten wir andersherum angefangen, da drüben das Feld hier, da wären wir dann Gefahr gelaufen, dass er uns, ja, die Frucht grubbert. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Okay, sehr schön. So, wir können mal reingucken kurz, ob wir irgendwas im Gebraucht... Ne, im Gebrauchtmaschinenmarkt gibt es leider gar nichts. Naja, gut, 18.39 Uhr, der Tag ist ja auch schon fast rum. Und morgen, am nächsten Tag... Da müsste es dann eigentlich wieder mit Ernten losgehen. Ja, da haben wir Weizen, Raps und Hafer. Und schauen wir mal ganz kurz. Weizen haben wir 2 Felder. Raps haben wir 3 Felder. Das da unten, das gehört uns nicht. Und Hafer haben wir auch ein Feld. Genau dort, wo wir jetzt gerade grubbern. Da nebendran, neben der 15 hier. Da haben wir also auch Hafer hier drüben. Okay, das heißt also im nächsten Monat gibt es jede Menge zu tun, jede Menge Ernte. Da freue ich mich schon drauf.
Und an der Stelle möchte ich mich auch recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich mache hier noch die Sache fertig, das Gruppern und natürlich auch mit dem Settle Track das Ausbringen der Gülle. Ich sage hier an der Stelle recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr einfach vielleicht beim nächsten Video wieder mit dabei seid, wenn wir dann richtig hier in die Ernte gehen. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Badenfarmer.